Eine Kantine in Kassel. Hier gehen mittags bis zu 400 Essen über den Tisch. 4 Menüs stehen täglich zur Auswahl. Was mit den Spaghetti? Wir brauchen Spaghetti. Die Kantine versorgt Angestellte einer Kasseler Bank. Aber jeder, der will, kann hier mittags essen. Alles ist frisch zubereitet. Der Chef hier ist Günther Haag. Er ist Küchenmeister und er hat ein ehrgeiziges Ziel. Ich möchte, dass ich jeden Tag kontinuierlich eben ein Menü aus der Region anbiete. Und ich möchte dafür nicht fahren. Ich möchte nach Möglichkeit, ja, gar nicht fahren ist natürlich übertrieben, aber ich möchte das so aus unmittelbarer Nähe, so eine Art 0-Kilometer-Menü. Es funktioniert ja auch in anderen Regionen. In Italien funktioniert das, in Frankreich funktioniert das. Und da bin ich also bemüht, dass ich eben aus der Region Produzenten finde, die mir das bieten können. Günther Haag ist in der Kasseler Markthalle unterwegs. Hier betreibt sein Sohn einen Stand mit Fleischspezialitäten. Auch Johannes Haag ist Küchenmeister. Zusammen mit seinem Vater ist er auf die 0-Kilometer-Koch-Idee gekommen. Dafür wollen sie sich Lebensmittelproduzenten rund um Kassel suchen. Hallo Johannes. Ach, wir wollten ja unsere Produzenten besuchen. Jetzt machst du hier an der Keule rum. Ja, dass du so schnell bist, habe ich nicht mit gerechnet. Ja, okay, gut. Ich bringe das Fahrrad ins Auto und dann treffen wir uns oben zum Kaffee. Ja, ja, okay. Dann bis gleich. Bis gleich. In Kassel ist die Idee mit der 0-Kilometer-Küche kaum bekannt. In Italien habe ich das irgendwo mal gehört. Da gibt es ein 0-Kilometer-Menü und das gibt es unmittelbar aus der Region. Ja, das können wir ja ganz einfach haben. Wir sind ja hier direkt auf dem Markt, dann gehen wir einmal rum, da haben wir 0 Kilometer. Ja, da sehe ich, was da liegt. Aber ich sehe noch lange nicht, wie die Viecher aufwachsen, wie das Gemüse wächst. Das würde mich doch schon mal brennend interessieren. Also ich habe gehört, irgendwo Richtung Fritzlar oder was soll es einen Weinberg geben. Ein Wein aus Nordhessen? Ja, und der soll mal gar nicht mal so sauer sein. Ne? Günther Haag ist geborener Franke und in Sachen Wein anspruchsvoll. Das könnte spannend werden. Die beiden wollen die regionalen Produkte probieren und die Erzeuger zu einem gemeinsamen Kochkurs in Günther Haags Kantine mit Kochschule einladen. Guck mal hier, nordhessische Weinpflanzen. Sauer. Oh, sauer. Von wegen, das war wilder Meerrettich. Das ist aber eine schöne Strecke hier, die wir fahren. Ah, herrlich. Weißt du was? Ich fahre mit dem Fahrrad dann heim. Das fahr du mit dem Fahrrad. Bei dem Wetter mache ich lieber die Klimaanlage an und bleib im Auto. Der einzige Weinberg Nordhessens liegt an einem Südhang im Edertal. In Felsberg-Bödiger wird seit den 50er Jahren Wein angebaut. Früher scherzhaft Drei-Männer-Wein genannt. Zwei Männer mussten den dritten festhalten, der den sauren Wein trinken sollte. Hallo, Herr Haag, ich begrüße Sie. Ja. Herzlich willkommen am Weinberg. Hier gibt es den Wein, von dem man nicht glaubt, dass er auch schmeckt. Welche Sorten haben Sie denn eigentlich? Also wir haben hier, was Sie im Moment sehen, das ist also Ehrenfelser, eine Kreuzung aus Riesling und Silvaner. Aber wir haben auch viele neue Pflanzen gesetzt. Das ist jetzt reiner Riesling. Und der Riesling kommt mit den Bedingungen hier gut klar? Der Riesling kommt jetzt gut klar. Früher, in früheren Jahren war das mal nicht der Fall. Aber jetzt mit den Klimaveränderungen kommt er gut klar, ja. Und dann wird er auch trinkbar? Er wird auch trinkbar. Auf dem Basaltboden wachsen 2.500 Weinstöcke. Bei guter Ernte füllen sie 6.000 bis 7.000 Flaschen Wein. Und die werden auch jedes Jahr verkauft. Den Weinberg betreiben Hobbywinzer vom Förderverein Bödiger Berg. Und wann ist Lese? Die Lese ist im Oktober. Und dann sind die Trauben süß bzw. ausgereift? Also die Trauben, wenn Sie die dann essen, wenn Sie essen... Die würden zu sauer sein wahrscheinlich. Nein, die sind zuckersüß. Also kein Vergleich zu einer Traube, einer Tafeltraube, die Sie im Geschäft kaufen. Die hat viel mehr Säure noch als unsere Trauben. Also sie sind wirklich zuckersüß. Ich dachte immer, die Trauben für den Wein sind zu sauer für den Direktverzehr. Nein, nein, um Gottes Willen. Und bis zu einer Auslese ist es hier möglich, den Wein zu erzeugen? Nein. Nein. Kabinett? Also wir sind in der Regel auf der Stufe Kabinett. Es gibt schon einen vom letzten Jahr. Sie kommen gerade zum richtigen Zeitpunkt. Ich habe auch Gläser dabei. Können wir ganz original hier im Weinberg den guten Wein probieren. Ja, dann machen wir doch das mal. Ne? Prima, dann gehe ich mal und hole mal die Flasche und die Gläser. Gut. Dann lassen wir uns mal überzeugen. Kochwein ist es auf jeden Fall.
Ja, ja, eine Soße von kriegen wir auch noch hin irgendwie. Ne, so. Also Not? Ja, ja. Ja, oder wir machen ein Sabayon, ein bisschen Zucker noch dazu, genau. Ein schönen Sabayon vom Bötiger Berg, hat auch so keiner auf der Karte. Richtig. Ne? Solche Lästereien kennt Klaus Stiegel noch aus früheren Jahren. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Doch, doch. Denkbar. Angenehm überrascht. Ja, ja, doch. Hätten Sie nicht gedacht, dass so etwas hier oben gedeihen kann. Ja. Mhm. Es ist ein Wein, der sich sehr gut trinken lässt, ja, der gut über die Zunge geht. Hat doch angenehme Säure. Zu einem leichten Fisch oder zum Spargel ist natürlich schön. Ja, dann probieren wir den. Vorurteil ade. Die erste und einzige regionale Weinadresse der Böttiger Berg aus Nordhessen war ein Treffer. Bei der nächsten Adresse geht es um Fleisch aus der Region. Johannes Hack sitzt wieder im Auto. Sein Vater, der Radsportler, nimmt das Fahrrad. Die beiden sind jetzt mit einem Schlachter in Ehlen verabredet, 15 Kilometer von Kassel entfernt. Hier werden nur Tiere aus der Region geschlachtet, die höchstens eine halbe Stunde transportiert worden sind. Bio-Schlachter Martin Theisinger gehört zu den Neuen der Szene. Seine Spezialität: ausgesuchte Tiere und ein Fleischangebot, was man sonst eher in Italien oder Frankreich vermuten würde. Dazu Wurst mit besonderen Aromen. Seit 2 Jahren ist der Schlachter in Habichtswald-Ehlen zu Hause. Morgen, Martin. Hoi. Moin. Was denn du hier schickes Hängen? Das ist ein Fleckvieh-Rind. Die beiden kennen sich. Johannes bezieht von ihm Würste für seinen Marktstand. So. Das sieht aber schick aus. Und das ist hier ein flaches Eisenstück. Also ist auch ein nicht bekanntes Steakstück, sagen wir mal so. Ist aus der Schulter. Die meisten würden das schmoren. Da bin ich mal gespannt. Also das will ich auf jeden Fall ausprobieren, ob du mich da veralberst oder nicht. Das ist ein ganz zartes Stück. Siehst du, wie ich hier mit meinem Finger durchkomme? Ja. Und das eignet sich hervorragend. Das wird er spätestens beim gemeinsamen Kochkurs beweisen müssen. So. Man könnte sogar diese Stücken hier schön mit einem Flemmer anflemmen. Ach, hier seid ihr. Hallo zusammen. Ich bleib schon da. Ja, hier. Was glaubst du, was für eine schöne Strecke das war? Hier. Ja, ich fahre meine 0 Kilometer mit dem Auto, das ist viel angenehmer. Mit 4 Rädern, jawohl, ja. Sag mal, das Stück hier, wie hieß das nochmal? Eisenstück hast du gesagt. Flaches Eisenstück. Flaches Eisenstück. Aus der Schulter, die dicke Sehne haben wir rausgetrennt, das ist die Buttersehne, ja, und bekannt auch als Linchen. Genau. Und mit Sehne heißt dann Linchen. Mit Sehne heißt dann Linchen. Und wann macht er die Sehne raus? Er sagt, das kann man rosa braten. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ja, wahrhaftig. Das ist eben Theisingers Idee. Die Spezialität Fleisch ungewöhnlich aufzuschneiden und neu zu präsentieren. Und das ist zartes ursprünglich Stück. Jetzt aus der Brust dann? Also was früher das ist aus der knochenlosen Fleischdünnung. Ja, ja. Also, am Filetkopf gelegen, ja. Diese okay. Flanke. Ja. Was früher mein Vater gerne als Kochfleisch mit Meerrettich so genau, dieses Stück. Ja. Wenn ein erfahrener Koch neugierig wird, dann stellt sich logisch die nächste Frage. Ich möchte auch in der Kantine jeden Tag ein Menü anbieten, das eben aus der Region kommt, wo ich kaum fahren muss. Ja. Und das kann ich immer haben. Das können Sie immer haben. Das passt fürs 0-Kilometer-Menü. Fleisch, das nicht lange unterwegs war, und Bioqualität. Die eigentlichen Spezialitäten vom Theisinger sind aber Schinken und Wurstwaren. Wir wollten für den Kochkurs, was wir schon mal angesprochen haben, und Sie auch gerne einladen würden dazu, ein Produkt nehmen. Und zwar, ich möchte ein Forellenfilet ummanteln mit einem Lardo oder Chorizo oder so. Die genau. Mit seinem Verkaufswagen steht Martin Theisinger jeden Samstag auf dem Göttinger Wochenmarkt. Du wolltest nichts essen. Ich dachte, das war's schon. Ah, ich hätte aber auch gerne mal. Hier kriegst du eine. Die Mittelfeste. Johannes weiß wohl, wie er sein Gewicht hält. Also ich überlege gerade so, mit dem Fisch in der Kombination ist fast die italienische besser, oder? Was meinst du? Ansonsten haben wir hier einen schönen Kopper. Ja. Mhm. Ja, den probieren wir doch auch. Den auf jeden Fall. Ja.
Coppa, eine Art Schinken aus dem Schweinenacken. Zusammen mit dem Wein und hoffentlich noch anderen leckeren Entdeckungen nordhessischer Schmeckewöhlerchen soll sich der Produzentenkorb bis zum Ende der Tour füllen. Ich bin ja bekloppt, noch ein Fahrrad zu fahren. Deshalb kann ich die eine oder andere Wurst auch essen. Ach, ich kann auch so eine Wurst essen. Ohne mit dem Fahrrad fahren zu müssen. Wo hast du jetzt noch welche? Wo hast du jetzt her? Notreserve. Hast du mal mitgenommen? Klar. Du glaubst es nicht hier. Du nimmst in allem 30er auch noch die Wurst weg. Das ist ja eiserne Reserve. Ja, vom eisernen Stück, ne? Vom Eisenstück die eiserne Reserve. Ja, was hältst du jetzt von dem Deisinger sein Zeug? Das ist auf jeden Fall interessant. Und auch dieses Eisenstück und das Flank und das Barbett. Ich habe ja das Eisenstück auch roh gegessen, ne? Vielleicht rostig jetzt, aber das war ja wunderbar. Ne? Das ist ja vollkommen zart. Stimmt schon. Außerdem rostest du nicht, du silberst da oben. Ich silber. Wo soll ich denn silbern? Die nächste Aufgabe der Hacks: Kartoffeln kaufen. Hier vermehrt ein Nebenerwerbslandwirt ganz spezielle Sorten. Sein Hof liegt in Bräuna. Morgen. Ah, morgen. Guten Morgen. Kann ich Ihnen helfen? Ja, wir haben gehört, bei Ihnen gibt es die alten Kartoffelsorten. Sie sind der Spezialist für alte Kartoffeln. Ja, wir haben ziemlich viele alte verschiedene Kartoffelsorten. Aber wir haben jetzt Anfang Juni, also das ist ja jetzt der Zeitpunkt, nicht mehr ganz so gut. Frühkartoffeln können Sie kriegen aus Ägypten oder aus Sizilien oder sonst woher, aber nicht bei uns hier aus Bräuna. Schade. Schade, schade. Aber haben Sie vielleicht noch eingelagerte Kartoffeln vor Ort? Eingelagert haben wir auch noch ein bisschen was. Ach, die sehen ja noch ganz gut aus hier. So alt sehen die noch gar nicht aus. Das ist ja nicht, das ist eine Kartoffel von letztem Jahr, aber die Sorte selber ist halt sehr, sehr alt. Die heißt Ackersegen, die ist von 1929 und wir bauen die als einer der ganz wenigen hier in Nordhessen noch an. Walter Weimann sucht seit Jahren alte Sorten und beschafft sich seine Pflanzkartoffeln aus ganz Deutschland. Wir brauchen eigentlich drei Sorten. Eine festkochende, eine vorwiegend festkochende und eine mehlig kochende. Ne? Ja, okay. Da hat der Kartoffelexperte aber deutlich mehr zu bieten. Wenn ich die jetzt mal anschneide, dann erlebt ihr euer blaues Wunder. Der blaue Schwede als Kartoffel und daneben die rote Emma. 40 solcher alten, fast vergessenen Kartoffelsorten baut er mit Freunden jedes Jahr in Bräuna an. Erstkunden führt er gerne auf den Kartoffelacker. Und da sieht man, wie die Mutterknolle, die hier sitzt, schon Wurzelwerk und Blätter entwickelt. Und hier an den Enden, da entstehen die neuen Kartoffeln. Und wie lange braucht das jetzt Ganze, bis Sie ernten können? Also ich gehe mal davon aus, dass wir Mitte, Ende September ernten werden. Die lassen wir jetzt im Feld zurück und hoffen, dass es noch was gibt. Und wo geht es weiter für Sie jetzt hin? Zur Hagenmühle noch. Ja. Denn da wollten wir uns ein schönes Holzofenbrot mitholen. Oder haben Sie eine Empfehlung, wo wir hier unterwegs noch etwas vielleicht auftun können? In Wettesingen soll eine junge Frau Ziegenkäse herstellen. Das ist ja auch nur 3-4 Kilometer von hier. Rein in den Korb mit den Kartoffeln und los. 4 Kilometer, dafür lohnt es sich nicht, in die Radlermontur zu steigen. Die Kühe des kleinen Mannes wurden sie früher genannt. Hier helfen sie einer jungen Familie beim Weg in die Selbstständigkeit. Lisa Lambrecht produziert seit dem Frühjahr 2015 ihren eigenen Ziegenkäse. Am Ortseingang von Bräuna Wettesingen haben Lisa und ihr Freund Benjamin einen Bauernhof ziegengerecht umgebaut. Ja, und hier sind eure Milchproduzenten? Ja, es sind ungefähr 28 Stück. Ein Teil sind Mischlinge, dann haben wir noch Thüringer Waldziegen. Oh, die sind auf der roten Liste. Und weiße deutsche Edelziegen, die sind auch auf der roten Liste. Wie viel Milch wird produziert am Tag? Ungefähr 60 Liter. Ja. Wir machen alle 2 Tage Käse, also von 120 Liter Milch.
Und dann entstehen circa 12 Kilo Käse. Dann würden wir gerne mal euren Käse probieren. Ja, können wir gerne machen. Gehen wir los. Ja, gehen wir okay. rüber. Dann gehen wir hin. Was haben Sie denn für uns zum Probieren? Also ich habe hier zuerst Weichkäse, ich sage immer wie Feta. Der hier ist sicherlich interessant zu einem schönen kräftigen Brot. Ja, auf jeden Fall. Oder vielleicht auch mit Honig sogar. Ach ja, die Natur in Salz? Ja, natürlich. Mit Honig oder zum Beispiel mit Ahornsirup. Das negiert das ein bisschen und dann kann man in den süßen Bereich damit gehen. Na, das müssen wir probieren. Also für mich wäre es dann doch schon etwas zu salzlastig für den Dessertbereich. Außerdem, was heißt Dessertbereich? Es gibt ja durchaus ein Käsedessert. Man kann ja das Menü auch mit einem Käse schließen lassen. Dessert ist Dessert. Die Dessertvariationen für das Produzentenmenü werden später sicher noch diskutiert. Man merkt auch, dass der von der Konsistenz ein bisschen fester schon ist. Mhm. Ja, dann würden wir gerne die beiden mitnehmen. Und den kleinen. Oh, dann hast du den kleinen Frieden, jawohl, dann machen wir dem noch mit. Du wirst schon sehen, dass man den gut einsetzen kann. Ja, okay. Aber eigentlich wollten wir doch den Frischkäse fürs Dessert, deshalb sind wir doch eigentlich hierher gekommen. Also den Frischkäse müssen wir in der Käserei erst abfüllen. Lisa und Benjamin verkaufen ab Hof, sind direkt vom Markter mit frischer Garantie. Da ist eben manchmal der Frischkäse noch sehr, sehr frisch. Jetzt muss die Molke noch ablaufen, man sieht es hier schon. Das dauert jetzt noch circa 3-4 Stunden. Jetzt kann ich euch leider nichts geben. Man sieht es ja, man kriegt es ja. Ja, dann machen wir es doch einfach so, Sie bringen den mit, ne? Dann ist doch gut so. Ja, gerne. Auch ohne den frischen Käse füllt sich der Korb mit regionalen Zutaten für das 0-Kilometer-Menü. Ja, Johannes, was hältst du von den zweiten? Klare Ansagen. Ja, ja, genau. Zuerst habe ich gedacht, oh lala, der arme Kerl, ne? Aber im Ziegenbereich ist er der Topmann, ne? Das auf jeden Fall. Und im Käse macht sie ihm einen vor. Was hältst du davon von dem Käse jetzt? Den Käse finde ich ganz gut, aber mich haben die Ziegenlämmer viel mehr interessiert. Die werden auch schön gehalten, also das gefällt mir. Aber der Käse ist natürlich super, also den, vor allen Dingen den naturfrischen Käse zum im Dessert einzusetzen. Oh, meinst du, der ist so ein bisschen ziegenlastig? Nein, der ist nicht ziegenlastig. Ja. Gerade diese leichte Ziegennote will man dann ja haben, damit man was schmeckt. Ja, okay, gut, ja. Die Neuauflage der Dessertdiskussion. Würden eher dann mal als Vorspeise oder als im Buffetbereich vielleicht mit einsetzen? Dass man vielleicht könnte auch einen schönen Käseschmarrn daraus machen mit Birnen. Käseschmarrn. Lecker klingt's ja, was da an Rezepten diskutiert wird. Nur, ob die beiden sich bis zur nächsten Station auf ein gemeinsames Menü einigen können? In Grebenstein fließt das Wasser der Esse über ein in die Jahre gekommenes Mühlrad. Die Hagenmühle mahlt seit mehr als 300 Jahren Getreide. Sie ist die letzte noch aktive Mühle in Nordhessen, die mit Wasser betrieben wird. Und sie hat einen ganz jungen Müller. Ich war am Anfang immer so ein bisschen am Hadern, ob ich es machen soll oder nicht. Aber im Grunde habe ich es dann doch nicht übers Herz gebracht, jetzt der Erste von den Holz zu sein nach 8 Generationen, der dann die Müllerei hier an den Nagel hängt. Und dann bin ich doch zurückgekommen und habe es eigentlich auch nicht bereut. Ein bisschen Mut gehört immer dazu, sich so selbstständig zu machen oder sowas zu übernehmen. Aber es macht mir Spaß und ich mache es gerne. Der Müller ist ein Schulfreund von Johannes Haag. Ganz neu im Angebot, einmal die Woche wird vom Müller selbst gebacken. Das Brot soll lecker schmecken. Christoph, du machst hier dein berühmtes Holzofenbrot. Ja, heute ist Backtag. Das freut mich, dann kann man das ja endlich mal probieren. Konnte ich ja bis jetzt noch nicht. Du wolltest ja nie eins haben. Das ist Natursauerteig? Das ist Natursauerteig, ja. Das ist ein Roggenweizen-Mischbrot hier aus dem Holzofen. Und der wird immer gepflegt dann, so ein bisschen? Ne? Ja, genau. Wird immer zurückgenommen und für die nächste Woche. Ah ja, ja. Und wie hoch ist dann der Roggenanteil? Hälfte, 50-50. Ah ja, nur meine Frage hier. Sieht aus, als wäre Hänsel und Gretel hier schon gewesen. Ne? Also, wie alt ist denn der Ofen? Oh. 50 Jahre ist der alt, ja. Kann ich den Teig mal probieren? Ja, klar, warte, ich gebe dir ein Stück. Das war ja irgendwie zu erwarten. Nicht unbedingt, dass Johannes auch was abgibt. Er kommt gut. Als Brot sicherlich noch besser. Ja, das dauert aber noch einen Moment. Der Hitzetest.
Verbrennt das Mehl und wird schwarz, ist der Ofen zu heiß. Wird es langsam braun, stimmt die Temperatur. Die Haags nutzen ihre Chance, vom backenden Müller etwas zu lernen. Und warum kommt das so große Löcher rein? Ja, damit das Gas aus dem Brot kann, dass die Kruste nicht so aufreißt. Du musst es schon ein bisschen mit Gefühl machen, Johannes. Ne? Was machst du denn da? Das wollte nicht raus. Ja. Ja, das wird ein schönes Brot werden. Ne? Genug gespritzt, jetzt kannst du beide spritzen. Ich mache jetzt mal kurz mal ab. Viel Spaß, das bisschen Spritzen schaffe ich auch noch. Danke für die Hilfe. Ja, bitteschön. Gut 1,5 Stunden backt das Brot bei ca. 200 Grad. Dann kann Johannes ofenfrisches Brot probieren. Das ist aber richtig heiß. Ist das lecker. Was schmeckt dem Kerl eigentlich nicht? Das war das Letzte. Dann kann ich mir mein Brot schnacken und meinem Vater hinterher. So schnell ist er ja nicht unterwegs, als alter Mann mit Fahrrad. Kann doch echt nicht wahr sein. Es ist der mit meinem Auto weg und ich muss Fahrrad nehmen. Christoph! Ja? Kann ich dein Brot leider nicht mitnehmen? Bringst du das heute Abend mit? Ich bring's nachher mit, jo. Danke. Mach's gut. Tschüss. Günter Haag steht schon auf dem Spargelfeld in Zwergen. Der weiße Spargel, den die Familie Fülling anbaut, gehört zur Sorte Geilim. Einmal am Tag wird er gestochen, morgens oder früh am Vormittag. Genau dann hat er die beste Qualität. Er wächst hier an den Lehmboden eigentlich sehr gerne. Es hat den Vorteil, wenn er hier wächst, er ist aromamäßig etwas stärker. Er schmeckt eigentlich ein bisschen intensiver nach Spargel. Die Füllings sind ein Familienbetrieb. Auf 3 Hektar bauen sie Spargel an, der zum einen ab Hof verkauft wird, aber auch in den Läden rund um Zwergen zu bekommen ist. Hier bist du. Ach, hallo. Du hast aber einen blöden Humor. Ach ja, wieso? Hat's dir gut getan? Oh, siehst du, hey. Hast du die Farbe gekriegt? Ja. Guck mal hier, schön, Spargel hier. Ja? Ja. Wundervoller Spargel. Ja. Oh, es hegt dich mal wieder ab hier. Wie war's denn, die Fahrt? Schön. Ja. Wollen Sie auch mal stechen? Ja. Ja, hier, geh du mal da. Ich hab schon. Obwohl, an deiner Stelle würde ich jetzt beiseite gehen, wenn ich so ein Spargeleisen in der Hand habe. Ja, so sind sie, ne? Da zieht man sie erst groß, ne? Ach, das hörte sich gut an. Super. Neben dem weißen Spargel bauen die Füllings in den letzten Jahren auch zunehmend grünen an. Schön, aber das sind die Knospen oben, oder heißen die eigentlich Knospen oben drauf? Nee, hier fängt die Blüte des Spargels an. Viele Menschen meinen ja, das wäre giftig und schneiden das ab. Ach, aber um Gottes Willen, schneiden sie das nicht ab. Das schmeckt wunderbar. Was haben die da für einen Grund dafür? Ja, man hört manchmal in Gärtnereien, dass irgendwelche Blüten giftig sind. Ach du. Oder irgendwo lesen die das und meinen, das wäre die Blüte, die abgeschnitten werden muss. Also bei mir im Kurs schälen natürlich auch welche den Spargel komplett durch, ne, aber dass er giftig sein soll, das habe ich noch nie gehört. Rot, saftig, regional. Im Juni bieten Füllings auf dem Punkt gereifte Erdbeeren an. Lecker. Ja, da würde ich mich doch freuen, wenn wir die einsetzen können bei unserem Kochkurs für die Produzentin. Ne? Ja, uns würde das auch freuen. Mal sehen, was das Rezept hergibt. Mal sehen, ob sich die beiden Köche dabei einig sind. Ja. Was meinst du, was nehmen wir? Grün oder weißen? Oder? Sowohl als auch. Ich würde von den weißen Spitzen und von dem grünen etwas nehmen. Ja, okay, gut. So als Farbspiel. Ja. Und von den Erdbeeren, ja, eine Schale für unterwegs.
Und dann ja, halt was zum Einsetzen. Für unterwegs, das war zu erwarten. Alles aus der Region rund um Kassel. Auf dem Weg zur nächsten Adresse, einem Fischzüchter, sind die Fahrzeuge wieder richtig verteilt. Man braucht ein bisschen Ausgleich im Leben. Und ich fahre im Fahrrad. Meistens in der Früh, da ist noch kein Mensch unterwegs. Man muss sich vorstellen, man fährt also auf den Berg und der Nebel steigt so hoch. Herrlich. Danach kommst du nach Hause, bist ein ganz anderer Mensch. Mein Vater fährt gerne Fahrrad als Ausgleich. Er kriegt den Kopf frei, das ist entspannt. Und dafür gehe ich dann lieber mal eine Runde mit dem Hund spazieren oder lese ein Buch. So, der große Sportler war er noch nie. Außer es hat sich natürlich einen kleinen Anreiz. Ne? Wenn man gesagt hat, da oben auf dem Berg, da ist ein sehr gutes Restaurant. Was glauben Sie, wie schnell der da oben war? Da unten im Diemeltal liegen die Fischteiche der Familie Dvorak. Ihre Spezialität? Forellen und Saiblinge. Heute wird geräuchert. Ein Fisch, frisch aus dem milden Rauch vom Erlenholz. Für Liebhaber eine Delikatesse. Johannes Hack ist hier an den Teichen mit dem Züchter Tobias Dvorak verabredet. Hier in dem Teich hier, da haben wir heute Morgen noch Forellen reingesetzt aus der Deisler-Anlage. Die haben wir sortiert gestern und heute mit dem LKW geholt. Die sind jetzt gute 600 Kilo, 1800 Stück drin. Und der Teich dahinter, da sind die Saiblinge drin. Und wie gesagt, diese drei Teiche, die bekommen jetzt auch nichts mehr zu fressen. Das Einzige, wo die was zu fressen bekommen, ist zum Anlocken. Ich hole das mal gerade. Weil das ist ja immer, wenn die Kunden hierher kommen und die wollen Fisch haben, die kriegen ihn ja nur fangfrisch aus dem Teich. Ja. Und irgendwie muss ich es ja anlocken, weil so Kescher reinhalten geht ja nicht. Und da reichen so ein paar Krümel Futter. Ui. Und dann kommen die auch schon an. Na? Kann ich jetzt in den Kescher reinfahren, dann habe ich da so 40, 50 Fische im Kescher drin. Na? Das ist jetzt ja die Größe, wie wir es in der Kantine auch bekommen. Das ist jetzt hier die Größe, 300 bis 400 Gramm. Ne? Ja. Habt ihr da eigentlich auch Probleme mit Schädlingen? Oder? Also jetzt Kormorane, Reiher, ja, ähnlichem. Hier oben drüber sind ja die Fäden. Ja. Und das hilft auch. Also die Masse der Vögel wird davon schon abgehalten. Von oben sind die Schnüre kaum zu sehen, die die immer hungrigen Fischräuber abwehren. Das sind jetzt Regenbogenforellen? Das sind jetzt Regenbogenforellen, die wir hier drin haben für den Kleinverkauf. Wenn jetzt mal ein Kunde kommt, will ein, zwei Forellen, dann habe ich die schneller hier rausgefangen als aus dem Teich. Ne? Das passt super. Wir suchen mal was für ein Zwischengericht für unser 0-Kilometer-Menü. Gerne. Ja. Bringe ich die mit? Okay, machen wir so. Nur umbringen möchte ich nicht selber. Ja. Der Fisch für den Kochkurs ist bestellt. Aber gab es da nicht noch was in der Räucherkammer? So, dann wollen wir mal gucken. Die sehen aber schön aus. Ja. Dann können wir mal eine rausnehmen. Ja, die ist jetzt hier außen trocken. Ja. Und hier innen, die Grete ist schon raus. Gleich frisch aus dem Baum ist natürlich schon mal was ganz was anderes, ja, wie wenn ich jetzt. Mal so. Gerne. Brauche ich sie nicht mehr probieren jetzt? Jetzt habe ich einen, der sie probiert hat, weil es wird bei jedem Räuchergang muss eine Forelle probiert werden. Ah ja. Damit wir auch wissen, dass sie schmeckt. Ne? Und wenn dann mal jemand kommt und sagt, Mensch, die war zu salzig, dann können wir sagen, nee, kann nicht sein, wir haben ja eine probiert. Also ja, das macht nein, wenn Sie das jetzt gemacht haben, ist alles cool. Ach, da bist du ja auch schon. Ja. Du glaubst es nicht. Wieso bist du schon da? Erstens, weil ich jetzt mit dem Auto gefahren bin. Und zweitens, weil ich einfach schneller bin als du. Und hast du da schon gesprochen mit ihm? Natürlich, schon alles fertig, wir können schon wieder weiterfahren. Na gut, okay. Dann lass mir wenigstens ein Stückchen Papier. Nee. Ach komm. Nee. Das kann immer nur so gemeint sein. Das hätte ich dich vorhin auffragen können. Zur Sicherheit fährt Vater Hack zum nächsten Produzenten doch lieber wieder im Auto mit. So, mal schauen, was ihr geschossen habt. Und wie ihr was geschossen habt. Ja. Das Ziel, die Wildkammer des Forstamtes in Reinhardshagen. Ja,
Wir haben also Rehwild, wir haben Schwarzwild. Ah ja, schön. Johannes, was meinst du denn? Das Hirschkalb gefällt mir natürlich besser. Das ist kein Hirschkalb. Ein Kalb wäre es jetzt eigentlich vom Jagdrecht her bis zum 1.5. gewesen. Es ist jetzt ein einjähriger Junge, also ein Spießer. Aber wir dürfen trotzdem Hirschkalb sagen. Hört sich da irgendwie schöner an. Ne? Wir ja, sind, gut. Wir haben einen Spießer auf der Karte. Wir hatten schon gerne einen Spießer auf der Karte. Fachgerecht ein ganzes Tier zerlegen, das machen Köche eher selten. Johannes gehört zu denen, die das können und wollen. So sieht er auch die Fleischqualität. Ja, Johannes, was meinst du, was machen wir jetzt draus? Also ich würde sagen, wir zerlegen die Keule, machen aus der Hüfte, aus der Oberschale Steaks. Hirschkalbkeule für das geplante Regionalmenü. Was jetzt noch fehlt, gibt es auf dem Rückweg nach Kassel. Frisches Gemüse aus der Gärtnerei Ulrich in Fuldatal-Iringshausen. Also der sieht schon mal gut aus hier, Lollo Rosso. Typisches Gemüse für Juni. Unter Glas reifen Tomaten und Gurken. Im Freiland gibt's die in Nordhessen erst im August. Und der drüben Romana-Salat? Der ist natürlich, den könnten wir auf jeden Fall einsetzen. Ja. In Kassel auch bekannt als Schlupperkohl. Das ist der Chef. Den kennt Günter Haag noch aus der Zeit, als er in Baunatal Koch war. Hallo. Na? Wir haben uns lange nicht gesehen. Nee, stimmt. Wir beide 20 Jahre, oder? Und jetzt sind seine Spezialitäten wieder gefragt. Wir haben eben den Romana-Salat gesehen. Ja. Da können wir irgendwas machen dann. Und das deklarieren dann als, auch als Schlupperkohl. Ne? Können wir damit machen? Oder nee, wir brauchen wir nicht deklarieren. Wir nehmen Schlupperkohl. Wo ist denn der Schlupperkohl? Da. Also ach, hier. Ein bisschen weiter oben, der da so hell rausleuchtet. Ja, ja. Ist das nicht dieselbe Pflanze? Optisch könnte man meinen, dass das dieselbe Pflanze, aber vom Blatt ist ja wesentlich feiner, weicher. Und ja, und dann im Endstadium ja, ist ja in der Mitte der Schuss da. Genau, und dann gibt es in der Mitte den Strunk und das Kassler Strünkchen. Die einen nennen ihn Kassler Strünkchen, andere auch Spargelsalat. Eine echte regionale Spezialität, die nur im Kassler Raum angebaut wird. Wir sollten aber aus der Mitte nehmen dann. Warum? Weil er außen leicht bitter ist. Ja und? Meinst, hier muss nicht alles neutral schmecken? Nein, innen ist es leicht süßlich. Ja, alles geht weg. Ne? Überall, wo ein kleines bisschen Bitterton ist, muss weggezüchtet werden. Die Menschen sollen auch wissen, dass da auch mal ein bisschen Bitterton da ist. Ja, warum ist da außen bitter? Weil außen die Vitamine drin sind. Ja, das ist ja eigentlich das Gesunde. Das sollten wir ja eigentlich essen, diese Bitterstoffe. Das ist ja wesentlich gesünder als der helle Salat, der innen drin ist. Der Vitamine schmecken also bitter. Und für das Betriebsrestaurant waschen tut, also verbrauchsfertig macht er nicht. Ja, haben wir auch schon gemacht. Wir haben schon küchenfertigen Feldsalat gemacht. Ja, weil ich brauche sie erst um 8, ne? Ja, ja, okay. Um 8 schon. Da ist für Mittagstisch. Ja, also reicht das so. Ein kleines bisschen Vorlauf. Ach so, okay. So, jetzt schauen wir mal zu den Kohlrabis. Die stehen hier. Schon ganz gut gewachsen. Ja. Aber wegen der Trockenheit merkt man gleich, wenn man unten mal lang schneidet, wie hart sie verholzen. Desto mehr Wasser da ist, dann sind sie auch unten wesentlich weicher. Aber jetzt kommt man schon ins Weiche rein. Ne? Da können wir doch schon mal was mitmachen. Hier kann man schon mal ran. Hier schneiden wir mal. So. Und jetzt kochen, schmoren oder Rohkost? Hier könnte man auch was mitmachen. Da könnte man den Kohlrabi am Stück, wie er ist, in Alufolie wickeln, in dem Ofen garen. Anschließend nehmen wir das Innere raus, pürieren das leicht mit irgendwas anderem, füllen das wieder rein und geben das so als gefülltes Gemüse mit dazu. Das hat man vor 30 Jahren mal gemacht. Das hat man wieder mittlerweile? Nein. Vor 30 Jahren, da weißt du ja gar nicht, wie Koch geschrieben wurde. Ja, wir können den Kohlrabi mit den Ziegenfrischkäse kombinieren. Ne? Das ist natürlich eine Idee. Ne? Ja. Braten den Kohlrabi. Also das alte Gemüse. Ja. Neu verkocht. Ja. Okay. Verkochen soll ich nicht. Ja. Schlupperkohl und Kohlrabi landen im Einkaufskorb. Jetzt sind die Köche gefragt. Und ihre Rezeptideen für ein regionales Kantinenessen. Das wäre was hier. Da würden alle schauen in Kassel hier. Eine Kantine mit einem Stern. Das wäre nicht schlecht.
Für ihr 0-Kilometer-Menü sind sie natürlich einige Kilometer gefahren. Trotzdem dürfen sie es so nennen, denn der Begriff meint, kochen ausschließlich mit regionalen Produkten. Und die kommen alle aus einem Umkreis von nur 30 Kilometern rund um Kassel. Die Kantine mit der Kochschule von Günter Haag. Hier soll das erste 0-Kilometer-Essen Kassels gekocht werden. Der Sekt stammt übrigens auch aus der Region. Die eingeladenen Produzenten sind gespannt, was aus ihren Rohstoffen wird. Ja, Frau Fühling, ich muss da leider Sie und die ganze Gruppe enttäuschen. Also ich mache nichts. Ich habe nur die Rezepte erarbeitet und werde Sie jetzt so bei dem Kochkurs begleiten. Ich habe ein paar Lose vorbereitet. Auf denen steht nur, wer was mit wem kocht. Jedes Los gewinnt. Ach so. Okay. Ah ja, dann sind wir beide zusammen. Oder? Das sind Kohlrabi, Erdbeeren und Ziegenfrischkäse. Na gut. Ja. Ziegenfeta-Pralinen. Ja, das Fisch steht bei mir auch drauf. Glückliche Köche sehen irgendwie anders aus. Der Müller, der auch backt, darf die Soße zum Hirsch zubereiten. Ich bin vorsichtig optimistisch, dass da was Essbares bei rauskommt. Bio-Schlachter Teisinger brät den Hirsch an. Und der Fischzüchter bekommt einen Tipp, wie man Forelle filetiert. Bitte aufpassen auf die Finger. Und dann kann ich das auf einmal durchbrennen, wenn ich will. Okay. So, dann. Hast du Lisa überhaupt Fisch? Ich esse keinen Fisch. Kein? Auch das noch? Nein. Ein Kartoffelsalat? Alles eine Frage der Zubereitung. Hoffentlich. Wir kriegen das hin, ne? Ja. So. Das esse ich nicht? Vielleicht ein sehr kreativer Ansatz, um in der Küche etwas Neues zu entwickeln. Frau Haag versorgt die letzten Kochgäste. Ja, dann machen wir schnell einen Arbeitsplatz für euch. Ne? Das ist ja kein Problem. Also wenn ich eins hasse, ist das, wenn irgendwo einer rumsteht, der nichts zu tun hat. Ne? Und alle in ihrem Elemente, ja. Sie auch, ne? Ja, ja, nun klar. Ich bin also voller Erwartung. Vor allen Dingen habe ich Hunger mitgebracht. Der Stiegel, wird er jetzt mitkochen oder will er sich nicht einbringen in die Männerriege hier? Guck nur zu. Ich habe gar keine Arbeitskleidung. Der Spargelproduzent Fülling darf die Hausmacherwurst aus Elen auf dem Brot aus Grebenstein zum Snack für den kleinen Hunger vorbereiten. Der Mann, der die Kartoffeln liebt, trifft auf das Kassler Strünkchen. Kurze technische Frage, wenn das in die Pfanne soll, dann muss es ja wahrscheinlich nach dem Waschen abgetrocknet werden, oder? Nee. Okay. Gut. Pfanne hält das aus. Ne, ich hatte gedacht, das Wasser, wenn das dann in eine heiße Pfanne, dass das dann... Ja, spritzt halt ein bisschen. Ja, okay. So. Ihr dürft dann schon mal zwischendurch naschen. Wurstbrothappen und Kassler Strünkchen gefüllt mit Ziegenfeta von Lisa. Lecker. Könnte ich empfehlen. Logisch, ist ja ihr Käse. Beim Käse hat Johannes Haag auch immer noch eine Rechnung offen in Sachen salzig-süße Nachspeise. Das ist jetzt wahrscheinlich ein deftiges Hauptgericht, was er jetzt zusammenrührt. Nein, das ist eigentlich ein Dessert. Da bin ich mal gespannt. Wir essen das auch mit was Süßem, mit Erdbeeren, mit Honig, das schmeckt gut. Aber das ist ja klar, das ist also, ab einem gewissen Alter ist man an Neuerungen nicht mehr aufgeschlossen, deswegen wehrst du dich natürlich gegen so ein Dessert. Ja. Lisa und Johannes stehen für die Generation süß und salzig. Einen Tisch weiter kämpft Bio-Schlachter Teisinger mit ungewohnten Schnitten durchs Brot für den Hauptgang. Der Aufstrich mit Petersilie als Bett für den Hirsch.
gebratene Fleisch drauf und einmal komplett einschlagen. Einfacher Überschlag, ein bisschen anziehen. Und da habe ich jetzt einen Vorteil im Vergleich zu dir. Ich habe nämlich die bessere Rollfläche. Jetzt gehen noch ein bisschen Menschen, sodass ich den Spaß überall verteile. Sind Sie zufrieden mit Ihren Schülern? Nee, zufrieden kann man nie sein, aber sie geben ihr Bestes, ne? Das wird der erste Gang. Sieht doch gut aus, oder? Filetierte Lachsforelle aus Trendelburg mit Kräutern und Olivenöl. Mit blauen Schweden, geschält von Müller Holt. Dazu gute Stimmung in der Küche und am Herd. Mitten in der Hektik ein origineller Zwischengang. Fleisch. Da haben wir jetzt das flache Eisenstück. So ein bisschen abparieren. Schöne Marmorierung. Ja, wobei, das kann man ja auch das ja wahrscheinlich genauso gut. Ja. Das ist auch roh. Ja. Und dann? Er traut sich ja nicht, ne? Ich hätte es jetzt allen roh angeboten. Und zwar ist das jetzt ein Stück aus der Schulter. Meistens wird ja gedacht, Schulterstücke sind zäh und fest. Aber das ist wunderbar, kann man auch so im rohen Zustand essen. Genau. Knallheiß aufflammen oder anbraten, Olivenöl und Meersalz drüber. Zugegeben, die stammen nicht aus Nordhessen. Einfach so in die Hand. Aber fantastisch. Schmeckt sehr gut. Ja. Ich nehme alles zurück und brauche das große Gegenteil. Ja. Anrichten zum ersten Gang. Spargel aus Zwergen, Kartoffeln aus Bräuner und Forelle aus Wilmersen. Das sieht doch gut aus. Der Hauptgang Hirschkeule aus dem Reinhardswald im Brotmantel aus Grebenstein mit Kohlrabi-Fond aus Fuldatal. So, aufgemerkt, hallo, hallo, wir sind fertig. Bitte jeder sein Teller nehmen, wir gehen zum Essen. Da darf nun endlich Herr Stiegel mal zur Tat schreiten. Jetzt können Sie natürlich zum Essen diesen schönen Wein vom nordhessischen Weinberg, vom Pöttinger Berg genießen. Von dem immer alle glauben, in Nordhessen kann kein Wein gelingen. Das muss also irgendwo ein Märchen sein. Heute können Sie sich vom Gegenteil überzeugen. Ja, dann einmal zum Wohl, ne? Auf die gekocht haben und auf die auch zugeschaut haben. Ne? Zum Wohl. Premiere für das Regionalmenü, das Günther Hack in seiner Kantine für um die 10 Euro anbieten will. Ich fand's sehr gut, ja. Ich esse ja eigentlich keinen Fisch, aber der hat mich überzeugt. Also den würde ich auch noch mal essen. Aber doch gut hingekriegt. Geschmacklich gut. Sehr zartes Fleisch, das war jetzt aus der Keule. Schön rosa gegart, super lecker. Nach Italien, Frankreich und Österreich jetzt auch in Kassel. Das Null-Kilometer-Menü. Es war mal oder es ist eine neue Erfahrung, weil ich sowas in der Form auch noch nicht mitgemacht habe. Aber schon, dass man sagen kann, man lernt eben auch mit Lebensmitteln, die bei uns hier in der Region erzeugt werden, umzugehen und mal andere Varianten daraus zu machen. In Nordhessen gibt es halt schon tolle Sachen. Halt man muss sie nur suchen. Suchen? Hier wird es sie geben. Jeden Tag einmal ein Null-Kilometer-Essen. Aber da war doch noch was. Der kulinarische Disput alt gegen jung, süß kombiniert mit salzig. Ein Kaiserschmarrenfeta mit Erdbeeren und Holundersirup. Nehmen wir zum Probieren für dich, du Ungläubiger. Ungläubiger Tor, du. Salz im Käse, ein süßes Dessert. Oh, oh ja, ja. Wunderbar. Ach, aber erst mal sagen, ist nichts. Der Altersstraßenland. Genau, ja. Zum Abrunden noch eine Dessertvariante. Erdbeeren aus Zwergen mit überbackenem Ziegenfrischkäse. Bleibt noch eins zu erwähnen, also ihr wart wirklich die beste Gruppe, die heute hier gekocht hat. Ne? Also, ja, und das da drauf trinken wir dann nochmal. Ne?